letzten Wochen haben wir ja Informationen aus allen Spielen zusammengesammelt und letzte Woche das Fundament ausgelegt, für die Story aufzubauen. Ich erzähle euch kurz den Grund, warum ich hier jetzt gerade eigentlich die Story aufgestellt habe. Und zwar kursiert im Moment die Theorie, dass es jetzt dann gleich zu zwei Timelines kommt. Und zwar wegen Help Wanted wird gesagt, dass die Spiele von FNAF 1 bis FNAF 6 eine eigene Timeline sind und eigentlich Games im Universum drin waren, um die Taten und was passiert ist zu bedecken und eigentlich so der Öffentlichkeit abzustreiten, dass es nie passiert sein soll. Aber das ist halt ein Thema von einem anderen Theorievideo. Aber das wird auf jeden Fall auch noch kommen. Aber das ist jetzt halt die Timeline von FNAF 1 bis Ultimate Custom Night. Die setzen wir heute zusammen. Fangen wir doch an. Und zwar, wir beginnen mit zwei Leuten, William Afton und jemand namens HRY223. Die beiden hatten zwei eigene Restaurants und haben sich dann zusammengeschlossen und eröffneten zusammen Fredbear's Family Diner mit so Animatronics, die als Springlock-Suits bekannt sind und es Arbeitern erlauben, diese Anzüge zu tragen oder sie als Stand-Up-Animatronics zu verwenden. Aber die Springlock-Suits sind gefährlich. Wenn sie zu viel benutzt werden oder feucht werden, können die Springlocks zuschnappen und den Arbeitern, der drin ist, zerdrücken. Die Stars an dieser Location sind Fredbear und Spring Bonnie. Beide wurden von HRY223 erfunden. Sie waren recht erfolgreich damit und eröffneten eine zweite Location, die die Nebencharakter von Fredbear's Family Diner behandelt. Und zwar Freddy Fazbear, Chica, Bonnie und Foxy. William Afton hat eine große Familie. Da war er, vermutlich eine Frau, die wir nie sehen, sein jüngster Sohn, sein älterer Sohn Michael und die mittlere Tochter Elizabeth. Alles, was wir über HRY223's Familie wissen, ist, dass er eine Tochter hat. William hat sich in seiner Arbeit verloren. Und um Abhilfe zu schaffen, erschaffte er einen Bunker zwischen seinem Haus und Fredbear's, um ein Auge auf die Dinge, die ablaufen, zu haben und die Animatronics zu betreiben, um noch zu seinen Kindern zu schauen, speziell nach seinem jüngsten Sohn, der Schwierigkeiten mit dem Sozialen hat. Er hat die Fredbear-Plushies gemacht, um mit seinem Sohn den Tag durch als Fredbear zu reden, weil er bemerkt hat, dass sein Sohn die Charakter als seine Freunde sieht. Aber er sieht sie als Freunde, aber er ist verängstigt von den Animatronics, weil er gesehen hat, wie einem Arbeiter den Springlock-Suit angezogen wurde. In den Augen eines Kindes sieht das ziemlich gruselig aus. William weiß über die Angst und macht damit noch ein bisschen weiter, damit er von den Springlock-Suits fernbleibt. Es geht ein bisschen nach hinten los und der Sohn ist von allem verängstigt, das mit Animatronics zu tun hat. Sein älterer Bruder mobbt ihn und nutzt diese Angst aus. Auch die Kinder aus der Nachbarschaft mobben ihn. An einem Tag geht das Mobbing zu weit. Michael und seine Freunde packen den jüngsten Sohn, bringen ihn zu Fredbear rüber und drücken seinen Kopf in Fredbears Mund. Was als Witz gemeint war, hatte fatale Folgen, denn Fredbears Mund schnappte zu und zerdrückte den Kopf. Entweder wegen der Programmierung oder die Tränen lösten die Springlocks aus. Der Sohn landete im Koma und wurde weggebracht. Währenddessen entschuldigte sich Michael bei ihm und William versprach ihm, ihn wieder zusammenzusetzen. Weiß aber noch nicht wie. Fredbear's wird geschlossen und die Springlock-Suits werden in einen Safe-Room in Freddy Fazbear's Pizza geworfen, um mehr Unfälle zu verhindern. HRY erschafft die Security-Puppet, um speziell seine Tochter zu schützen und allgemein Kinder zu schützen.
Die Fredbear's Location wird renoviert und wird zu einer Bar namens Juniors. William beginnt zu trinken, fällt in eine Art Trinkbetäubung. Er fängt an, sich zu verlieren und gibt die Schuld der Sachen, die passiert sind, seinem Sohn Mike. Und dann stirbt der jüngste Sohn. Und Williams letzter Nerv ist gerissen. Er will Rache für seinen Sohn nehmen, aber er kann das nicht so einfach tun, solange die Security-Puppe da ist. Er weiß, dass HOI nie die Security-Puppe entfernt. Und in seinen Augen ist es das zweite Mal, dass HOI ihn verraten hat. Als erstes mit dem Erstellen der Maschine, die seinen Sohn getötet hat, und zweitens beim Verwehren seines Rachezuges. Betrunken fährt er zur Freddy Fazbear's Pizza Location und sieht HOIs Tochter ausgeschlossen. Er nimmt die Gelegenheit und im Wissen, dass die Security-Puppe ihn jagen wird. So tötet er HOIs Tochter und lässt sie in der Große zurück und fährt betrunken heim. Der Papa kämpft sich langsam durch den Regen, wird aber durch den Regen sehr beschädigt und bricht dann über der Tochter zusammen. Und in diesem Moment fängt an, HOIs Tochter die Puppet zu besessen. William kommt betrunken zu Hause an. Deine Frau warnt ihn, von Michael wegzubleiben, weil er einen harten Tag hatte. Doch er hört nicht und will ihn sehen. Der Sohn wird von einer stationären Animatronic, die draußen steht, drin gehalten. Sie tut nicht viel, aber William hofft, dass es genug ist, um ihn drin zu halten und ihm Furcht einzujagen, wenn er im Bett liegt. Aber als er ums Haus herum geht, um das Fenster zu kontrollieren, findet er es eingeschlagen vor und hat noch Fußspuren. Die Animatronic hat nicht funktioniert und Michael hat sich auch wieder an diesen Ort weggeschlichen, zu dem komischen Teil im Wald, der Eingang zu Williams Bunker. William will ihn dort nicht haben, aus mehreren Gründen. Es kontrolliert so viel, hat überall Kameras und offensichtlich die Animatronic außerhalb des Fensters hat nicht funktioniert. Also wenn Michael zurückkommt, wird er ihn zur Entschuldigung zwingen, indem er ihn als erstes in einen Raum ohne Fenster und mit Türen, die sich nicht abschließen lassen. William beginnt ihn zu foltern. Jede Nacht von dem Bunker aus schickt er Animatronic nach Animatronic, um ihn zu terrorisieren. Und das ist nicht das FNAF 4 Gameplay, aber es gibt Michael Albträume, die er dann sein ganzes Leben hat, und die sind dann das FNAF 4 Gameplay. Und jetzt nimmt William natürlich ohne Hindernisse seine Rache. Er zieht den Spring Bonnie Anzug an und fängt an, Kinder in den Safe Room zu locken und sie dann dort zu töten und stopft sie dann in die Animatronic Suits. An dem Punkt fängt die Polizei an, herumzuschnüffeln, natürlich, warum auch nicht. Und um nicht ertappt zu werden, beschuldigt William HOI-223 für die vermissten Kinder. Die Körper wurden nie gefunden und HOI-223 kommt ins Gefängnis. Die ganze Sache wurde dann als den MCI, den Missing Children Incident, bekannt. Nach dem Vorfall wird die Freddy Fazbear's Pizza Location geschlossen. Und an diesem Punkt fängt Puppet an, sich um die Seelen zu kümmern, dass sie nicht verloren sind und noch in einer Form weiterleben können. Das bekommt William natürlich mit, weil er die Anzüge sieht, wie sie herumglitschen und sich komisch bewegen. Plötzlich hat er einen Hinweis, wie er seinen Sohn zurückbringen kann, aber er muss mehr experimentieren. Er braucht mehr Versuchsobjekte. Er öffnet Freddy Fazbear's Pizza erneut. Mit Unternehmen erstellt er die Toy Animatronics, die mit Facial Recognition Scanner ausgestattet sind, um sicherzustellen, dass Verbrecher draußen bleiben. Natürlich aus einem Grund. William hat natürlich keine Vorstrafen in seiner Akte. Aber HOI ist im Gefängnis gelandet. Und so kann er HOI davon abhalten, in die Location zu kommen und ihn zu verraten.
wenn er aus dem Gefängnis freikommen sollte. Und er will, und William will versuchen, ob er den Besessenheitseffekt transferieren kann. Er nimmt die Teile der alten Animatronics, die besessen sind, und arbeitet diese in die Toy Animatronics ein. Something borrowed, something new. Es ist eine Alternative der Remnant-Initiierung. Kommen wir aber später dazu. Um unterzutauchen, bekommt er einen Job in der Pizzeria als Nachtwächter, aber wechselt schnell zur Tagesschicht. Hier fängt das Gameplay von FNAF 2 an. Wir sehen aus der Perspektive eines Arbeiters, der an die alte Position von William kommt, als den Bach runterging. Als William immer mehr an den Animatronics rumbastelte und immer mehr Teile der alten Animatronics einbaut, werden sie immer unberechenbarer und gewalttätiger. Das Facial Recognition System beginnt nicht mehr richtig zu funktionieren und es wird sogar für William zu gefährlich. William zieht den Springlock Suit an, um die Animatronics unter Kontrolle zu kriegen. Da drehen die Animatronics richtig durch beim Anblick dieses Anzugs und so würde die Pizzeria verriegelt werden und evakuiert werden und wurde für den Tag geschlossen. Und dann begann die Untersuchungen und an dem Punkt ist es für William zu gefährlich und er flüchtet. Bone Guy warnt uns, sagt, da ist nur noch eine Party, die wir machen müssen. Wir sollen zur Tagesschicht wechseln und schauen, dass die Animatronics niemanden verletzen. Aber wir haben keine Kontrolle darüber. Die Party wird zum Blutbad, auch bekannt als den DCI, den Dead Children Incident, und dem Vorfall, der bekannt ist als The Bite of 87. Die Toy Animatronics rasteten komplett aus und 5 Kinder sterben in der Pizzeria. Der Nachtwächter überlebt knapp mit schweren Verletzungen am Kopf. Die FNAF 2 Location wird geschlossen, die Toy Animatronics verschrottet, aber die alten werden behalten. So tragisch wie das Event war, William hat gelernt, dass er recht hatte. Das Verschieben vom Metall, das besessen ist, in eine neue Maschine eingebaut wird, transportiert die Seele mit. Er musste den perfekten Weg finden, um das zu wiederholen. Und wenn er das tun könnte, könnte er versuchen, die Teile des Fredbear-Suits, der seinen Sohn tötete, in etwas anderes zu transferieren und dann zu schauen, ob es seinen Sohn zurückbringen kann, ihn endlich wieder zusammenzusetzen. Er erschafft die Funtime Animatronics, um dieses Ziel zu unterstützen. Sie waren dazu designed, Kinder zu entführen, damit er neue Testsubjekte hat, um den Missing Children Incident zu wiederholen, um dann den Transfer erneut zu versuchen. Bevor er aber dazu kommt, passiert das Schlimmste, das passieren kann. Während einer Testvorführung, bevor die Location überhaupt geöffnet wurde, schlich sich seine eigene Tochter weg und war alleine mit Circus Baby. Circus Baby wollte sie entführen, doch etwas ging schief und sie tötete sie, anstatt sie zu entführen. Elizabeth begann dann, Circus Baby zu besessen und die ganze Idee wird weggeworfen von William Afton und die Fun Times in den Bunker geworfen, aber William bemerkte die Besessung, die in Circus Baby begann. Er hatte recht und es wurde zweimal bestätigt, aber er brauchte mehr Testsubjekte. Er geht zu den verschrotteten Toy Animatronics, die Seelen von dem originalen Missing Children Incident haben und schmelzt diese zusammen in so viel Metall, wie er nur rausbekommen kann. Er nennt diese Substanz Remnant, eine Mixtur aus flüssigem Metall und Seelen. Er initiiert das in die übrig gebliebenen 3 Funtime Animatronics und versucht, eine Reaktion zu bekommen. Und die kriegt er auch, aber diese sind unberechenbar und gewalttätig wieder einmal. Er nimmt die Teile von den Seelen raus, von dort, wo sie waren, mixt sie zusammen und teilt sie wieder auf. Es funktioniert nicht. Und er weiß das jetzt. Nachdem er seine neue Erfindung, den Scooper, verwendet hat, um das Remnant in die Animatronics zu initiieren. An dem Punkt muss er es einfach neu versuchen, aber Elizabeth ist immer noch da unten und es ist zu gefährlich für ihn.
dort runterzugehen. Wen sonst hatte er, dem er vertrauen konnte oder wenigstens befehligen kann? Seinen eigenen Sohn, der er immer gefoltert hat, Michael Afton. Er zwingt ihn dort runterzugehen und Elizabeth wieder zusammenzusetzen und sie freizulassen. Dann kommt das Gameplay von Sister Location, wo Michael Afton versucht, das zu tun, aber wird von Circus Baby und Ennard, eine Maschine aus dem Inneren der Bandheims, die versuchen, wieder so ganz wie möglich zu werden, ausgetrickst. Ennard scoot Michael und nutzt seine Haut, um zu entkommen. Es funktioniert für eine Zeit, aber die Haut beginnt zu verrotten und Ennard flüchtete in die Kanalisation. Michael Afton, der Menge von Remnant auf sich hat, von dem Scooper und Wut und unbeendete Aufgaben und seine eigene Seele besessen ihn selber, um seinen Vater zu jagen. Aber als William in den Bunker runterging, um zu sehen, was geschehen ist, flüchtet er auch und eine Jagd beginnt. William braucht Ennard zurück, um weiter experimentieren zu können und seine Tochter zurückzubekommen. Doch er muss Michael vermeiden, denn der will ihn töten. Er eröffnet wieder eine für die Fazbear's Pizza Location in der Hoffnung, dass es genug Angst in Michael erweckt, dass er wegbleibt und dass es Ennard und Elizabeth anlockt. Er nimmt die alten Animatronics aus der FNAF 2 Location und mit einem kleinen Budget eröffnet er die Pizzeria wieder, aber sie ist dreckig, es ist unordentlich und es ist einfach widerlich. Aber es ist genug für eine Pizzeria und er lockt auch wichtige Leute an, aber nicht die, die er wollte. Es kam Michael, der nach ihm suchte, und Puppet, die nach den alten Seelen schauen wollte, ob noch alles gut ist, und Michael versucht zu überleben in der Hoffnung, dass sein Vater auftaucht. Das ist das ganze Gameplay von FNAF 1. Aber als William bemerkt, wer gekommen war, schließt er das Restaurant und hofft, dass alle gehen, und als sie das getan haben, zerstört er die alten Animatronics, um so viel Remnant wie möglich zu kriegen. Aber als er sie auseinandernahm, drängen ihn die Geister in einen Backroom und William in der Verzweiflung zieht den Springlock Bunny Suit an, um sie wegzuscheuchen. Aber die Springlocks lösen aus und zerquetschen ihn im Anzug und töten ihn. Er besetzt dann den Anzug, steckt aber dann lange Zeit hier fest. Und hier kommt ein Zeitsprung. In dieser Zeit wird Circus Baby aus Ennard geworfen und beide werden. Circus Baby wird zu Scrap Baby und Ennard wird dann zu Molten Freddy. Und die beiden wandern dann etwa 30 Jahre durch die Kanalisation. Dann eröffnete Phone Dude ein Geisterhaus, das um die Gerüchte von Freddy's geht. Michael geht direkt hin, in der Hoffnung, seinen Vater zu finden, und dann in der zweiten Nacht bringt Phone Dude den Großen, ein Springlock Suit, der im Backroom gefunden wurde, und packt ihn in die Attraktion. Aus irgendeinem Grund bemerkt Phone Dude einfach die Leiche von William Afton im Springlock-Anzug nicht, aber keine Ahnung. Und hier beginnt dann das Gameplay von FNAF 3. Und als sich Michael sicher ist, dass es sein Vater ist, brennt er alles nieder. Er kann den Schuld nicht kontrollieren, ohne verdächtig zu werden, aber er hofft, dass sein Plan funktioniert hat. Aber es hat nicht funktioniert. Die übrig gebliebenen Sachen werden auf einer Auktion verkauft und dieser Zeit kommt HOY223 aus dem Gefängnis frei. Er wusste etwa, was los war, durch die Zeitungen, die er lesen konnte im Gefängnis. Und er geht in den Sister Location Bunker und findet die Blueprints vom Scooper und die Audiologs mit den Informationen, was William wirklich vorhatte. Genug ist genug, HOY muss den Ganzen ein Ende setzen. Er kauft die alte geschlossene Freddy Fazbear's Pizza Location und erschafft die perfekte Falle.
so etwas kombiniert, das William versuchte und dem, was Michael versuchte. Eine perfekte Darstellung einer Pizzeria. Das Gameplay von Five Nights at Freddy's Pizza Simulator. Ein metallenes Labyrinth von Pizzagerüchen und Kinderschreien. Etwas, das jeden anlockt. Michael, der sieht, dass Freddy Fazbear's Pizza erneut geöffnet hat, schaut er direkt vorbei und wird der Freiwillige, der alle Animatronics versammelt, sie an dem Ort hält und mit H.O.Y.'s Plan weitermacht. H.O.Y. dachte zuerst, es sei ein zufälliger Typ von der Straße, aber als er bemerkte, dass es der tote, aber nicht tote Michael ist, denkt er, dass er bleiben will und brennt sich und sie und Michael zugrunde und lässt endlich alle Seelen frei, die auf der Welt feststeckten. Aber es klappte nicht ganz. H.R.Y. dachte, durch die Blueprints würde es funktionieren, aber es löst nur die Fesseln. Die Seelen brauchen Hilfe, um zur Ruhe zu kommen. Da kommt seine Tochter zum Zug, also Puppet, und mit der FNAF World half sie den Seelen weiterzukommen, aber Williams Seele, die voll von Hass und Wut war, durfte nicht in die FNAF World gelangen. Er würde einfach alles zerstören. Also nimmt die andere stärkste Seele die Sache in die Hand. Michael foltert seinen Vater, wie er ihn gefoltert hat, sendet Animatronic nach Animatronic und reißt ihn wieder und wieder und wieder auseinander. Und erinnert ihn daran, als er Michael in den Sister Location Bunker geschickt hat, sich selbst getötet hat. Und Michael, the one you shouldn't have killed, ist. Und Michael verbringt die Ewigkeit damit, seinen Vater zu foltern und erinnert ihn immer und immer wieder an seine schlimmsten Momente im Leben und an seine schlimmsten Fehler. Und das ist die ganze Story bis Ultimate Custom Night. Auf jeden Fall, es war eine Höllenarbeit. Ich habe da Notizblätter für alle, habe ich irgendwie etwa über 20 Seiten geschrieben, Notizen. Also ich würde mich sehr über ein Like freuen. Und vor allem, wir haben gleich demnächst die 100 Abonnenten geknackt. Also ich würde mich auch über ein Abo freuen. Und dann das mit den zwei Timelines, diese Theorie. Da muss ich jetzt erstmal, muss ich sie begreifen. Und dann muss ich noch schauen, wie ich sie euch am besten erkläre. Also geht es ein bisschen, bis dieses Video kommt. In der Zwischenzeit kommen halt hier andere Projekte am Mittwoch. Also wird nach Theorie ein bisschen zurückgeschraubt. Und wenn ich halt eine Theorie finde, die spannend ist, bringe ich halt ein Video. Aber ich bringe nicht mehr jede Woche ein Video. Aber ich glaube, so nach dem Ruin-DLC kommt dann wieder mehr, weil da auch wieder stark theorisiert wird. Aber, hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal.